Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir bauen ein Dorf. Ja, beim letzten Mal waren wir ja ganz professionell am Bauen, wie man mich halt so kennt. Und es ist mir auch aufgefallen, Simon, irgendwie, wenn ich jetzt ein richtiges Dorf baue, sieht das mit Leaderscore sah cool aus. Aber mit Specs teilweise sogar besser. Und ich wollte die beiden irgendwie mischen, so 50-50. Ich finde, hier sieht halt die Rüstung und so Werkzeuge und so ein bisschen kacke aus. Aber das sehe ich jetzt nicht nur hier ran, sondern generell so ein bisschen. Aber na gut, ich werde probieren, dass ich das irgendwie gemischt kriege, das Texture Pack. Vielleicht in so einer coolen Verbindung. Aber das ist erstmal nicht das Thema. Sondern wir werden klar Farmer gehen. Sich gar nicht gelohnt, dass ich das enchante. Da bauen wir noch Häuser und eine Mauer, fange ich an. Denn ich muss jetzt ranhalten, ich habe gar nichts aufgenommen, keine Ahnung warum. Ich habe es irgendwie mega vergessen. Wir fliegen also heute um 2 Uhr, das ist in knapp 3 Stunden normale und ich habe gar nichts gemacht so und ich dachte mir so, ja über die Ferien wäre es doch mal voll cool, wenn da was kommt. Kämmt, ja und ich weiß nur links und rechts ist wieder voll die Zeitverschwendung. Dann fahre ich jetzt, baue eine Mauer, baue Häuser. Und ja, ich hab mir überlegt, ob ich den See vielleicht zuschütte. Und da spielt der Black Wolf. Rocket League. Ich habe auch schon Gedanken über eine Mauer gemacht. Da muss ich jetzt ganz viel farmen gehen. Ich baue die doch aus Kobbel. Das sieht irgendwie cool aus. Mit dem Texture Pack vor allem. Hab mir überlegt, ob ich mir hier Flensmo draufziehe, aber das wäre ja dann kein Dorf, das wäre ja dann Militärlager. Das wird dann immer dümmer. Und ja, ich weiß, ich rede so ein bisschen komisch. So, da ist ein bisschen kacke, das muss so. Das ist doch Scheißdreck, so Gedönsch halt. So, ein bisschen. Erzählt ein bisschen anders Deutsch manchmal, weil das einfach so bei mir auch in der Familie so gesprochen wird, teilweise. Oder in der Schule, ach, zum Beispiel. Beispiel. Und ich weiß nicht, das hört sich irgendwie teilweise richtig kacke an, wenn ich so rede. Wo ist nicht bin denn? Da. Sie hört sich teilweise richtig kacke an, wenn ich so rede. Und da habe ich mir überlegt, nicht überlegt, vorgenommen, dass ich ein bisschen. Bisschen besseres, leicht verständlicheres Deutsch spreche. Was halt so jeder versteht, weil es gibt Leute, die finden es teilweise komisch. Naja. Ist es. Naja. Ist das ein Skelett? Ja, das ist ein Skelett. Schon mal Deutschkurs belegen. Deutschkurs für Anfänger. Ja, was war los mit dem Skelett? Warum hat es mich nicht attackiert? Als ob jetzt das Schwert kaputt geht. Das ist doch jetzt nicht in seinem Scheiß Ernst. Ich kann gerade farmen gehen, aber ich farm lieber da unten, wo ich den Tunnel angefangen habe. War jetzt auch wieder etwas länger her, dass ich Battlefield gespielt habe. Und ja, ich weiß, ich bin da drin irgendwie relativ schlecht. Mal bin ich irgendwie gut, mal bin ich irgendwie schlecht. Weil irgendwie immer, wenn ich jetzt hier aufnehme oder so mit Freunden spiele, bin ich richtig kacke. Also wenn ich was rede und wenn ich allein spiele und einfach nur da sitze und zum Beispiel jetzt Musik höre oder manchmal bin ich auch so, ich teile den Bildschirm.
Also mit Bildschirmteil meine ich so. 50-50 halt. Auf der einen Seite läuft dann YouTube zum Beispiel oder ein Film oder auf der anderen Seite zocke ich dann. Da bin ich erstaunlich gut, keine Ahnung warum. Und da vibriert Handy, das ist wieder richtig toll gemacht, Simon. Ich werde es heute auch noch alles hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so jetzt, wenn ich weg bin, so am Tag hochzuladen. Aber entweder mache ich jetzt eine Stundenfolge oder eine kleinere Folge. Kleinere Folge. Das ist richtig kacke mit meinem. Oh, hoffentlich ist deine auch eine. Ist deine auch? Ja, habe ich schon gesagt. Ich bin jetzt voll dumm vor. So eine coole Pyramide. Aua. Pyramide, die wir looten können. Und immer, wenn man so eine scheiß Pyramide braucht, ist keine da. Müssen echt dann noch nicht so weit da reinbegeben. Ein paar Kakteen mitnehmen. Oh, das ist aber ein gutes Anzeichen. Zombie-Villager. Und es kann sein, dass ich gerade wieder relativ viel Scheiße laber. Wenn wir ein Zombie-Village in der Nähe sind, müssen auch eigentlich ein Dorf irgendwo sein. Oh, shit, da will ich nicht langlaufen. Zuckerrohr, das lasse ich aber da, habe ich keine Lust einzulatschen. Fall Damage hat ihn rasiert. Ich bräuchte irgendwie so diese Journey Map aus Minecraft Herr der Ringe. Achso, und ich weiß nicht, ob irgendwie bei mir ist es teilweise, wenn ich etwas plane, richtig verwirrend. Ist bestimmt schon sehr viel aufgefallen. Als ob! Ach Gott, bin ich. Nee, oder das war doch der Dorne. Dorne 1, Schutz 1, meine Lieblingssachen. Oder ist gerade ein Skelett despawned? Aua. Ich hoffe jetzt, dass ich mal nicht den Berg runter stolper. Das wäre nämlich richtig. Stolper. Als ob ich da Stolper gesagt habe. Runterfalle. Das war wieder richtig verwirrend. Wo ist denn geblieben? Ah ja. Ich glaube, ich sammle gerade gar nichts mehr auf, oder? Spacko, jetzt lasse ich dich auch am Leben. Hast Glück, dass ich unter Zeitdruck stehe. Diese ganzen Mods, die ich gespielt habe, beim Star Wars Mod war es ja was anderes. Da ist irgendwie teilweise der Mod bei mir abgekackt. Und der funktioniert auch nicht mehr. Ich habe es bis jetzt immer wieder probiert. Der geht nicht. Ich kann die Mod installieren, aber das ist nicht mehr derselbe wie damals. Und auch nicht jetzt irgendeinen anderen. Sondern so ein richtig behinderter Star Wars Mod. Das ist so eine Mischung aus Star Wars, Hexit und irgendwas anderem. Weil die anderen Star Wars Mods nicht richtig funktionieren bei mir. Da laden die Sachen teilweise nicht. Also, das ist dann einfach nur das Default Minecraft. Ist richtig kacke. Aber das mit dem Hexit wollte ich nicht lange durchziehen. Das war so, ich muss mir dann, darf ich das nicht Let's Play nennen, sondern Let's Zock oder Anzock. Irgendwas. Oder Let's Probier. Let's Test heißt es ab heute. Minecraft Hexit hätte ich das nennen müssen. Weil ich einfach, ich weiß nicht, ich wollte die Mods so ein bisschen spielen. Die Welt habe ich immer noch im Übrigen. Ist voll cool. Da habe ich schon nicht weitergespielt. Noch ein, zwei Mal draufgegangen. Weil ich die Welt immer verwechselt habe. Ich weiß nicht, wenn das Vorstellung, Review, Preview, keine Ahnung. Also ich wollte die quasi nur vorstellen. Und ich weiß, ich glaube, ich rede irgendwie so, als ob ich so ultra viele Menschen hätte, die mir zuhören. Aber das ist gar nicht so. Also zumindest denke ich das so. Jetzt, was ich alles sehe. Keine Ahnung, was kann ich denn? Irgendwas muss man ja auch lernen durch YouTube. Oder generell durchs Internet.
ist ja wieder so eine Kacke, jetzt rede ich wieder über meine Sachen. Ich habe durchs Internet teilweise sogar sehr, sehr viel gelernt. Fuck, oder? Oh, puh. Was wollte ich denn da schmelzen? Ah ja, stimmt, das da. Faden, hä, wie sieht denn der Faden aus? Ist ja mega. Habe ich noch andere Wolle eventuell? Wolle. Irgendwelches Essen, was noch nicht gebraten ist? Gebraten. Oh, das waren doch schon ein ganzer Stick. Und ein bisschen mehr. Habe ich schon Hühner irgendwo? Nee, ne? Egal. Gehen wir jetzt erstmal da hoch zu Ende bauen. Machen wir mal so. Tut mir leid, der ist ein bisschen räusper. Aber ich habe so Halsschmerzen schon seit mehreren Tagen. Irgendwas muss man ja. Was ist denn jetzt in letzter Zeit so gewesen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt schon länger her ist. Das muss eigentlich diese Woche gewesen sein, glaube ich. In der Türkei. Kai, glaube ich, war das. Gab es noch mal eine Bombenexplosion? Oder ich verwechsel es gerade. Ich bin relativ sicher, dass es in der Türkei war. Als ob. Wie kacke bin ich denn? Ich glaube, das will ich nicht beantwortet. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, das war jetzt nicht besonders in den Nachrichten, aber das ist ja. Hey, als ob! Im Moment ist ja eben irgendwie in der Welt alles. Komisch, alle sind irgendwie auf Krieg, Aufrüstung, tut mir leid. Und so ein ganzer Scheißdreck. Und da gab es jetzt auch, in Russland war das, die Russen haben verstärkte Stützpunkte und Flugabwehrwaffen, so Geschütze, so AA-Guns. Und neue Panzer bauen lassen. Das ist wieder richtige Kacke, die ich weiß. Hergestellt, gebaut. Weil die NATO, das in der NATO sind, glaube ich, egal, sind sehr, sehr, sehr viele Nationen. Die haben um Russland rum weitere Stützpunkte errichtet oder neue Befestigungsanlagen, stärkere Waffen, Panzer, alles Mögliche. Unter anderem auch deutsche Sachen, also deutsche Panzer. Und Mann, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Es lief jetzt in den Nachrichten speziell, sondern das habe ich mal auf N64 gesagt schon. N24 ohne gelesen. Unten gelesen. Tut mir leid. Die haben Angst, dass die NATO Russland angreift. Die sind nur so, was sind denn das für Psychopathen? Als ob jetzt gleich hier 23 oder 30 hier Länder da auf einmal ankommen und die Russen kaputt machen oder was? Was denken die denn? Und das ist wieder absoluten Müll, den ich da habe, das interessiert eh keine Sau.
kann mich nicht daran erinnern, dass es bei den Häusern so schwer war, so ein scheiß Dach zu setzen. Ich könnte allerdings auch so eine coole Kobbel-Holz-Mischung einbauen. So wie dort. Das Gerüst außen aus Kobbel, also so das hier. Und, das sieht irgendwie richtig kacke aus da. Wie viel Platz ist hier? Zwei und dort. Ja, dort auch. Das sieht richtig kacke aus. Ich muss hier oben so ein Wachturm draufsetzen. Und wie immer hat Simon nicht zu Ende gelabert. Das ist sehr gut. Auf jeden Fall haben die Angst, dass ja, die NATO Russland angreift und sehr, sehr stark angreift, dass sie so viel Angst haben, dass sie neue Waffen entwickeln. Da war ja auch vor ein paar Tagen, oder ich weiß nicht, ob das alles schon länger her ist oder nicht. Ich kann mir so Zeitsachen, da ist man genau bei mir an der richtigen Adresse. Da gab es auf YouTube auch ein paar Videos über so fliegende Drohnen im Riesenformat mit diesen riesigen Flugabwehrraketen drin, die damit Häuser zerstören, Flugzeugträger versenken und so ein Gedöns. Und da haben sie jetzt der NATO mit gedroht. Und was ich nicht alles weiß, wieder richtiger Bullshit. So wichtige Sachen wie, hier 100 mal 100, gleich, stecken wir den Schwanz in den Arsch oder so. Kein Plan. Sieht jetzt mega kack aus. Was da war. Ja, das ist richtige Kacke. Ja, also und ich halte lieber mein Maul, bevor du noch andere Sachen laber. Jetzt bin ich wieder voll vom Thema abgeschwichen. Ja, okay, gut, ich dachte, mir sind die Blöcke ausgegangen. Durchs Internet lernt man doch was. Ich persönlich lerne sehr viel durch Filme. Ich weiß, es ist Schwachsinn, aber bei mir ist es halt so. Darauf bin ich auch nicht stolz, dass ich durch Filme sehr viel lerne. Oh, Kacke. Da bin ich wieder abgekackt. Ah, ich wollte doch Dings schmelzen. Ja, Simon, Dings schmelzen. Wo du gelernt Deutsch. Lehm sage ich schon, ein Kürbis ist gewachsen. Ui. Kürbis, 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 Kürbis. Bisschen klar schmelzen. Ich glaube so 32 oder so. Ne, 16, 32, 8. 16, 8, 200. Ne. Ja, ich glaube, ich sammle so 40 oder 50. Ne, 40. Dann mache ich aus 16. Was laber ich wieder für einen Müll? Ich brauche gar nicht so viel. Oh, Simon. Die coolen Blubberbläschen hier da unten. Aber ich würde dann, ich glaube, ich vergehe das auch schon so 20 Minuten oder so. Würde ich sagen. Jui! So sieht ich super aus. Da, 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 da. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.